Sei ein Auditore. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Segel setzen. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen und die Janitscharen wollen Ezios Tod. Gehen Sie den Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Niemanden mit Klingen töten. Oh, okay. Also nur mit Bomben. Ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf, wartet. Un favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Ha, wie geil. Okay, die Bomben muss ich da anbringen. Na dann. Oh, das wird was. Das wird definitiv was. Niemanden mit Klingen töten. Jetzt die Frage, darf ich mal einen Assassinen rufen oder wäre es dann auch vorbei? Ich habe gerade keine Bomben. Wurfmesser sind ebenfalls Klingen. Wie wär's mit einer Armbrust? Weiß nicht, ob das eine Klinge ist. Wir machen es so. Sieht doch mal nicht so verkehrt aus. Wo müssen wir es dann anbringen? Mal gucken. Weiter oben? Ne, das brennt ja schon mal. Wo müssen wir da rein? Ja, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall läuft hier hinten keiner rum. Das ist schon mal gut. Muss irgendwo hier sein. Ach, da, die... Ah, okay, ich seh's. Okay, okay. Müssen wir normalerweise hier hoch? Muss warten, da sind zwei Wachen und da ist eine. Ist dann die Frage, schnell hoch und das anbringen? Yes! Hart funktioniert. War knapp. Oh, verdammt. Jetzt rufe ich erstmal meinen Assassin, weil sonst wird mir das zu blöd hier. Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Geht doch. Säubern die Docks. Oh, es ist eine geile Mission. Das macht wieder Bock. Ich mag die Art, wie ihr denkt. Oh.
Oh, das ist geil. Ah, verbrennt, Leute, verbrennt. Ah, verdammt. Ah, etwas schwierig gerade mit dem Zielen. Da ist noch einer. Hier sind noch ein paar mehr. Ah, sehr gut. Oh. Oh ne, wir müssen noch dahin, oder? An Bord des Schiffs, bevor irgendetwas passiert. Ah, da. Okay, es wird auch immer angezeigt, wo wir hin müssen. Das ist schon mal sehr gut. Oh nein, falsch. Obwohl, so falsch war es nicht. Boah, Ezio. Bitte mach jetzt keine Faxen. Sehr gut. Oh, der Mast kommt runter. Boah, los, 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 schau. Ja, verdammt. Sehr gut, Ezio. Bisher klappt alles schon mal. Ah, nee. Hm. Sehr gut. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Was? Niemanden mit Klingen töten? Okay, 50% nur gekriegt, schade. Sequenz 6 beendet. Geil. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill. Du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach, komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Ein Problem, Bruder. Sean, geht es dir gut?
klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte, ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Okay. Gerade noch irgendwas erfahren. Ja, die ganzen Dinger mache ich zum Schluss. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich jetzt schon alle freigeschaltet habe. Weil wir sehen ja, bis hier können wir schon rein. Da wir einige Fragmente gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das hier auch noch irgendwann mal dazu zählt. Aber ich meine, die Fragmente sammle ich sowieso offline dann, weil das wirklich so lästig ist. Und das kommt natürlich am Schluss. Also Sequenz 6 wurde erfolgreich beendet. Und wir starten jetzt auch mit der 7. Sequenz. Dazu müssen wir durch das große Tor hier. Bin mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Ich habe oder wie viel noch kommt. Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia. Jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Richtig emotionale Worte von Ezio. Sequenz 7, Unterwelt. Klingt schon mal richtig geil. Dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet hier. Kappadokien, März 1512. Kein Anzeichen für eine Armee hier. Und keine Spur von Tarix